Der zweifach Grammy-nominierte Komponist und Perkussionist Manu de Lago produzierte gemeinsam mit dem Vokalensemble Mad About Lemon das neue Album Snow From Yesterday. Im Zuge ihrer aktuellen Europatournee machten sie Station in der Mödlinger Red Box. Schnee von gestern auf Englisch heißt korrekterweise Water Under the Bridge. Aber ich habe das auch schön gefunden, dass eben der Snow From Yesterday, der dann schmilzt, eben das Wasser unter der Brücke ist. Es hat aber auch zu tun mit Gletschern und eigenen Kindheitserinnerungen. Und im ganzen Album ist das Thema Wasser sehr präsent. Und der Albumtitel Snow From Yesterday hat sich einfach sehr passend als Überbegriff angefühlt. Das Album präsentiert sich facettenreich und kraftvoll. Der verwobene Gesang von Mad About Lemon breitet sich über die Lebenskraft des Gesamtkunstwerks aus. Die, verglichen mit großen Hallen, eher kleine Mödlinger Redbox war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Ich mag die Abwechslung. Es ändert sich nicht wirklich, was wir machen. Wir geben ohnehin alles und versuchen, unsere Musik bestmöglich zu präsentieren. Und es hat alles seine Reize. Also so ein kleiner Club und die Nähe ist genauso reizvoll wie ein großes Konzerthaus. Die Red Box und das Haus der Jugend gibt es schon seit 25 Jahren und wir haben schon wirklich renommierte Musikerinnen und Musiker bei uns gehabt, weil wir halt wirklich eine etablierte Veranstaltungslocation sind. Und das macht uns als Stadt, aber auch mich als Obmann des Vereins irrsinnig stolz. Der Tiroler Musiker erzählte musikalisch von Gletschern, Flüssen, Stationen seines Lebens und erzeugte damit ganz, ganz tolle Musik, sehr atmosphärisch, die berührt und die begeistert. Und versucht hat, die Zuhörer in Richtung Klimaschutz zu sensibilisieren. Wir haben in der Stadt ebenfalls einen Schwerpunkt, klimafreundliche Veranstaltungen. Und gerade solche Menschen sind extrem wichtig, ein Zeichen zu setzen, auch für den Klimaschutz.